Liebe Hessen, liebe Damen und Herren, vielen Dank nochmal für die tolle Einladung. Ein Jahr haben wir ausgesessen, weil wir das auch nicht digital machen wollen, sondern in echt. Und ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich war ehrlich gesagt noch nie in diesem wunderschönen Schloss. Das ist besonders, unter diesen marmornen Säulen und diesem Himmel jetzt sprechen zu dürfen, über Eindrücke von da draußen, also noch weiter weg, nicht nur der Wald oder das Moor oder das Dorf weit weg von der Stadt, sondern wirklich da draußen Nordpol, Tiefsee. Und ich freue mich natürlich auch tatsächlich sagen zu können, dass das ein Augenzeugenbericht einer Hessin ist. Witzigerweise sind gar nicht unwenige Hessen sehr weit in den Norden oder Süden gekommen und fahren auch zu See mit uns auf Polarstern, die man hier an der Eisscholle anlegen sieht. Und mir Hesse kommen halt überall hin. Ich bin tatsächlich Tiefseeforscherin, was bedeutet, ich gehöre zu den wenigen Leuten, und es sind weniger als ins All geflogen sind, der Milliardärssport mittlerweile, aber wir sind sozusagen ernstzunehmende ForscherInnen, die abtauchen, um rauszufinden, was eigentlich da unten los ist. Die Meere im Durchschnitt 3,8 Kilometer tief, tiefste Stelle wissen Sie bestimmt, aus Kreuzworträtseln, Marianengraben 11 Kilometer. Und dieses Verschwinden aus unserer hektischen Oberfläche und dann anfangen abzutauchen unter diese lichtdurchflutete Schicht, die ganz dünn ist, bis dahin, wo es dann wirklich stockduster ist, das ist eigentlich mein wirklicher Beruf. Und wenn man die Erde manchmal so als eigenen Planeten, als Raumschiff, das einzige bis heute, wo wir wissen, dass da Leben drauf ist, wahrnehmen, dann können wir eben auch uns manchmal aus dieser Ferne besser vorstellen, was ist eigentlich jetzt mit der Erde wirklich los und was haben wir Menschen damit zu tun. Wir vergessen so oft, und gerade wenn man eben keine Küste hat, dass dieser Planet, Sie sehen hier einen Blick, sieht man Atlantik, sieht man Amerika, dass eigentlich, und das ist auch der Blick der Astronauten, die rausfliegen und sich dann auf diese Erde als Planeten konzentrieren, die sieht besonders aus. Sie hat Wasser, sie hat Wolken, man sieht, dass sie bewegt ist, dass sie Leben hat, das kann man aus dem All wirklich sehen. Und was der Ozean alleine, so dieser riesige Wasserkörper für uns leistet, 93% der Wärme nimmt er auf und verteilt sie um. 30% des CO2s aus der Atmosphäre, das Leben im Meer, und das finde ich immer noch so verrückt, drüber nachzudenken, das sind ja Einzeller, im Meer gibt es keine Bäume, da gibt es vielleicht Mangroven an den Küsten oder riesige Algenwälder. Aber es sind eigentlich Einzeller und die machen die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen. Und wenn man die Erdgeschichte nimmt, also 4,5 Milliarden Jahren, wo nach kurzer Zeit dann schon das Leben entstanden ist und für 3,8 Milliarden Jahre schon gearbeitet hat, vorwiegend als Einzeller, das ist der Sauerstoff, den wir atmen. Wasser und Meeresboden als wichtige Kohlenstoffspeicher. Ich könnte jetzt eine lange Liste machen und sagen, was der Ozean alles für uns tut. Und heute will ich aber den Globus nochmal andersrum drehen und vor allen Dingen Augenzeugenberichte diskutieren aus diesem seltsamen Blick auf den Globus. Den haben wir Menschen sehr selten. Wenn Sie mal kurz überlegen, manche von Ihnen haben vielleicht so einen Globus zu Hause, der hängt dann an so einer Achse und eigentlich dreht man den und guckt immer von allen Seiten, aber man guckt praktisch nie vom Nordpol, den Sie da drüben sehen, rosa umrandet, und den Südpol. Und diese Polarregionen sind ebenso Teil unseres Erdkörpers, des Planeten Erde, und sie sind besonders. Wir wissen ja mittlerweile, dass auch andere Planeten Polkappen haben, vermutlich manche mit gefrorenem Wasser, andere mit gefrorenem CO2 oder Methan. Aber so eine Polkappe, so eine weiße Kappe auf der Erde, die ist aus physikalischen Gründen schon mal essentiell für ein stabiles Klima. Wenn Sie kurz überlegen, wieso das eigentlich? Weil weiß Licht reflektiert, wir nennen es Albedo, und diese Funktion, diese riesigen weißen Flächen auf der Erde haben schon mal viel mit einem stabilen Klima zu tun. Seitdem es Menschen gibt und als der Mensch entstanden ist überhaupt, seitdem gibt es diese weißen Polkappen, und es gibt die Erde auch im anderen Zustand ohne diese, aber dann ist es eben ein wirklich anderer Planet. Und wenn man sich das mal anschaut, sieht man auch, wie verschieden die Pole sind. Sie sehen beim Nordpol, wenn Sie da schauen, und eigentlich wissen wir das erst seit ungefähr 125 Jahren, dass das eigentlich ein Ozean ist mit Meereis drauf, also Meereswasser, was gefriert und dann eine dünne Eisschicht obendrauf hat. Sie sehen Grönland im Norden, das ist der Kontinent, der noch ein dickes Eisschild obendrauf hat, aber nicht so dick wie die Antarktis. Das ist ein Kontinent mit richtig 2-3 Kilometern gefrorenem Schnee zusammengepresst als Eismasse.
Und diese Eismasse ist die größte Süßwasserreserve und würde die ins Schmelzen kommen, daher würde dann zusammen mit Grönland dieser gigantische Meeresspiegelanstieg kommen, den wir aus der Erdgeschichte kennen. Aber vor zig Millionen Jahren, wenn diese Eisschilde abschmelzen, was unter ganz bestimmten Bedingungen nur passieren kann, wenn die Erde sehr nahe der Sonne ist und sehr stark von der Sonne erwärmt wird, dann haben wir 60, 80 Meter mehr Meer. Dann ist auch Hessen tatsächlich ein Küstenland, wenn überhaupt. Dann gibt es noch ein Phänomen, über das wir fast auch am wenigsten nachdenken, und das ist die rosa Seite rund um den Nordpol herum. Was ist das wohl? Das ist die gefrorene Erde, der Permafrost. Man nennt das periglazial, also ständig gefrorener Boden, und das helle Rosa ist dann teilweise schneebedeckt, teilweise gefroren. Das sind riesige Landmassen, die eisekalt sind, und die enthalten wiederum große Massen an gefrorenen Pflanzenresten von wärmeren Zeiten. Wenn die tauen, verändert sich das Land, dann wird es feucht und matschig, und das passiert ja schon gerade. Und das einfach zu begreifen, dass, wenn man den Globus so verdreht, wir also einen Teil von der Erde sehen, der uns gar nicht so vertraut ist, der aber ganz wichtig für uns ist, das ist schon mal die Nachricht Nummer eins. Ich selbst habe in Hessen, in Darmstadt, 86 mein Abitur gemacht und bin dann nach Hamburg gezogen, weil ich eigentlich vor allen Dingen zur See fahren wollte. Ich hatte vor allen Dingen im Sinn, dass ich zur See fahre. Mein Großvater war schon Kapitän. Meine väterliche Seite kommt von der friesischen Insel. Und ich hatte immer diesen Wunsch, als Mädchen auf Schiffe in die Tiefsee tauchen, was entdecken, was Neues finden. Und das kann man natürlich ohne Ende. Man könnte als Forscherin einfach nur Neues finden, neues Leben finden. In den Ozeanen haben wir geschätzt 10 Millionen Arten, die niemand kennt. Und dann natürlich die Polarregionen. Wenn Sie so einen Ozean haben wie die Arktis mit diesem weißen Schild drauf, das ist das Meereis, dann war natürlich darunter noch niemand in der Tiefe mit einem U-Boot. Und wir sind auch die Ersten, mein Institut, ich selbst, die mit einem Roboter wirklich ganz runtergekommen sind. Und was ich zur Doktorarbeit in 93 gemacht habe, das ist an diesen roten Kästchen, wo damals schon das Alfred-Wegener-Institut Beobachtungen hatte, dort hinzufahren, um zum ersten Mal als erster Mensch Proben vom tiefen Meeresboden zu nehmen. Am Nordpol ist es 4,5 Kilometer tief, und ich wollte von der Tiefsee unter dem Eis Meeresbodenproben, um zu zählen, wie viele Bakterien da sind, was sind das für welche, was tun die eigentlich, reine Entdeckungsforschung. Und dann habe ich eine Weile auch wieder im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und sonst wo in der Welt geforscht und bin 2012 zurückgekommen als Forscherin am AWI und wollte endlich es schaffen, wirklich überall, auch am Nordpol selbst abzutauchen, und bin in dieselben Regionen gefahren. Und dieser Sommer war unvergesslich, weil er, und das sieht man, wenn man die beiden Eisflächen vergleicht, 2012 das Jahr war, wo so schnell wie noch nie und so viel wie noch nie Meereis der Arktis geschmolzen ist. Ein Ausnahmejahr. Und wir waren da draußen mit dem Eisbrecher Polarstern. Ich war Expeditionsleiterin, Schiff war voll. Und täglich haben Zeitungen, Radio, unsere Verwandten, alle haben angerufen und gesagt, wir lesen von euch, dass ihr beobachtet, wie das Eis so schnell schmilzt wie noch nie. Wie geht's euch eigentlich? Wie fühlt sich das an? Was seht ihr? Und das hat wirklich Spuren hinterlassen. Das ist ein Bild vom Nordpol. Der Nordpol ist eigentlich unspektakulär, ist eigentlich ein geografischer Punkt und eisbedeckt normalerweise, aber in dem 2012er Jahr ist wirklich das Meereis ganz und gar rund um den Nordpol geschmolzen. Was man hier vom Helikopter aus sieht oder wie man dort mit dem Eisbrecher durchfährt, da sehen Sie schon, das Schiff, die Polarstern, fährt da durch, als wäre es Butter. Und als ich in 93 da durchgefahren bin, war das Meereis noch über 4 Meter dick im Durchschnitt, und jetzt ist es unter 1 Meter gegangen. Als ich Doktorandin war, brauchte man 3 starke Männer, um einen Eisbohrkern aus dem Meereis zu bohren. Als ich in 2012 da war, reichte es mit einer Hand, konnte man so da durch. Und dann war sofort der warme Ozean, kommt dann und schmilzt das Eis eben von unten und von oben. Und das alles so wahrzunehmen, also selber Augenzeuge zu sein von einer Lebenswelt, die eigentlich weit weg von uns ist, wo auch wirklich am Nordpol und am Südpol, da gibt es vor allen Dingen Forschende, manchmal Touristen, aber sonst ist es eigentlich auch kein Bereich, wo Menschen leben. Aber festzustellen, komisch, da ändert sich ja alles am schnellsten, sogar noch schneller als bei uns zu Hause, das ist ein eigenartiges Gefühl, weil man diese Fernwirkung dann begreift. Hier sieht man das nochmal
aufgetragen, die Beobachtungspunkte. Die Satelliten vermessen das Meereis und Sie sehen hier rechts die Karte, dann sehen Sie nochmal das Jahr 2012, als wir da waren. Sie sehen wieder den großen Teil hier Grönland und Kanada, Sie sehen ungefähr, wo der Nordpol liegt. Und Ihnen fällt jetzt vielleicht auch auf, dass dieses weiße Schild, was man so malt auf den Karten, suggeriert, da ist immer irgendwie dickes Meereis, aber in Wirklichkeit ist das ja auch am Nordpol schon sehr klein geschrumpft. Und diese Schrumpfung des Meereises im Sommer überhaupt wahrzunehmen und dann sich zu fragen, was ist eigentlich mit dem Meereis los? Dann sehen Sie eben daneben nochmal, ja, was ist mit dem Meereis los? Und Sie sehen auch, wie schwer es manchmal ist, aus wissenschaftlichen Beobachtungsdaten heraus Trends abzuleiten. Als ich hier 93 meine Doktorarbeit gemacht habe, hat sich noch niemand getraut, aus diesem Zickelzackel hier einen Trend abzuleiten. Das war das Wissen, was wir hatten. Natürlich wurde schon Klimawandel und Konsequenzen für Polarregionen diskutiert, aber man hätte sich nicht getraut, und es hat auch keiner getan, zu sagen, bis 2030 könnte das Meereis weg sein. Erst ab 2000 sieht man, dass aus diesen großen Schwankungen langsam ein Trend entsteht. Und Sie sehen hier mein Jahr 2012, wo wir mit Polarstern waren, ein Ausnahmejahr. Gerade ist es wieder ein bisschen höher gegangen, aber es wird so weiter sich bewegen. Und wir haben ja, weil es ganz direkte Zusammenhänge gibt zum CO2, tatsächlich ist es so, und das kann man aus allen Erdsystemmodellen jetzt ausrechnen, CO2 in der Atmosphäre hat einen praktisch über den Mittelwert, über die Zeit linearen Zusammenhang mit dem Eis. Was bedeutet, wenn wir eine Tonne CO2 emittieren, können wir ausrechnen, wie viel Quadratmeter Eis wir schmelzen in der Arktis. In der Antarktis ist es völlig anders. Sie ist ja anders strukturiert, hat einen Kontinent, der übergefroren ist, einen Zirkumpolarstrom, der kühlt. Aber in der Arktis, die von Landmassen umgeben ist, ist der Zusammenhang sehr direkt. Und deswegen ist der Meereistrend auch einer der wesentlichen Indikatoren vom Klimawandel geworden. Und ich als Biologin habe noch einen anderen Blick aufs Meereis. Es ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch ein Lebensraum. Hier können Sie sehen die Bilder des berühmten russischen Tauchers Melnikov, als es noch dickes mehrjähriges Eis gab. Und heute ist das Eis so, es schmilzt deutlich von unten ab und trotzdem hängen hier so Algenfäden dran. Und diese Algenfäden sind Nahrung für eine ganze Zahl von Lebewesen. Nicht nur Bakterien, sondern auch kleine Krebse, die im Eis leben. Dann kommen Fischchen und fressen die Krebse oder Quallen. Und zu verstehen, dass so Meereis eigentlich wie so ein umgedrehter Meeresboden ist und essentiell ist für die Lebensvielfalt, das zeigt auch nochmal, dass wir die ganze Zeit zulernen über unseren eigenen Planeten Erde. Was wir auch nicht so gut erforschen konnten vom Schiff aus, ist das Leben in dieser Zwischenschicht zwischen dem Meereis, was man hier noch sehen kann, und dann dem tiefen Ozean. Der Ozean ist salzig und wenn das Meereis aber schmilzt im Sommer, das ist ja süß, dann entsteht so eine Zwischenschicht, die schillert auch so etwas und da drinnen leben so in 1-2 Metern, manchmal 5 Metern, lauter gelatinöse Lebewesen, die anders aussehen und die wir kaum beproben können oder kennenlernen können, weil wenn man hier mit dem Schiff durchfährt, ist natürlich alles durchgerührt. Man kann die auch nicht ein Netz durchziehen, da ist ja Eis drüber. Also wir haben wirklich ganz viel noch zu entdecken. Was man verstehen muss, ist aus Sicht von Biologen, ist die Veränderung der Natur, unserer Welt, eben deswegen auch so extrem und hat eben auch noch mehr Kipppunkte, als wir uns das physikalisch vorstellen, weil eben alles mit allem vernetzt ist. Das ist ein Bild aus einem Lehrbuch für Inuit, für Kinder des Nordens sozusagen. Rund um die Arktis leben noch immer 44 indigene Völker, die traditionell zum Teil ihre Nahrung beziehen oder zumindest ihren Zusammenhalt rund um die Arktis haben. Und das lernen die Kinder in der Schule. Und Sie sehen hier, ich muss noch mal eins zurück, Sie sehen hier mein Forschungsobjekt, zum Beispiel die Eisalgen und die Bakterien im Meereis, die, wie ich schon sagte, von Krebsen gefressen werden, die haben Sie auch gesehen. Also man guckt hier erstmal das Leben, das Netzwerk der Kleinstlebewesen und natürlich leben von diesen Kleinstlebewesen letztendlich auch die Fische, der Kabeljau oder dann vom Kabeljau die Robben, der Narwal, die Wale und so weiter. Und natürlich spielt der Mensch hier auch eine Rolle. Und bei uns Biologen, deswegen sind wir auch oft so komplex oder haben komplexe Sorgen in unserer Forschung, weil es natürlich klar ist, wenn das alles miteinander vernetzt ist irgendwie und man nimmt jetzt einen Teil raus, zum Beispiel Meereis mit Eisalgen, dann fehlen hier welche Pfeile und dann wird das Netz des Lebens eben löchrig. Und dieses Verständnis, wenn man einfach ein Element rausnimmt, kann es eben zu Kipppunkten kommen. Das ist ganz wichtig, um auch Fragen an die Zukunft zu stellen. Und jetzt dieses die eigenartigen Vorhersagen,
die jetzt uns zeigen, wie wir Menschen, die ja gar nicht da leben, aber dennoch alles verändern können. Das ist der Stand der Klimamodelle. Und hier sieht man unser Verhalten aufgetragen. Das kennen Sie vielleicht, dass wir unser Verhalten in Bezug auf CO2-Emissionen, Nutzung fossiler Brennstoffe verschieden beziffern. Die Modelle nehmen dann praktisch Daten des menschlichen Verhaltens und speisen sie ins Erdsystemmodell ein. Und dann kommt raus, wie schnell könnte das Meereis schmelzen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, und im Moment sieht es so aus, leider doch auch immer noch, dann kann es doch so sein, dass hier in diesem Raum Menschen sind, die zum ersten Mal so einen eisfreien Sommer in der Arktis erleben, ganz ohne Meereis oder mit nur noch kümmerlichen Resten, was natürlich das Kippen von vielen Bereichen der Arktis bis hin auch zu bestimmten Meeressäugern, die Eis einfach brauchen, um ihre Jungen großzuziehen, um sich zu vermehren, um sich zu verstecken, dass uns das bevorsteht. Und dann gibt es die anderen. Das ist unser optimales Szenario. Hier würden wir sozusagen ganz schnell aus fossilen Brennstoffen aussteigen, noch in Richtung 1,5 Grad Ziel kommen. Und dann sieht man in dem lilanen Bereich, der hat Unsicherheiten, der könnte auch die Arktis noch sehr dünn eisbedeckt werden lassen. Aber die Chancen, keine eisfreie Arktis zu haben, sind deutlich besser, als wenn wir so weitermachen wie bisher. Und diese Betrachtung, die ist doch relativ neu, dass wir mittlerweile die Erde so gut verstehen, dass wir Sie fragen können, die Klimamodelle, was passiert denn, wenn wir uns so oder so verhalten global? Woher kommt das alles? Und warum ist die Arktis der Ort, an dem sich alles am schnellsten abspielt? Das ist eine richtig schwierige wissenschaftliche Frage und die Antwort besteht aus verschiedenen geophysikalischen Faktoren und Prozessen, die Prozesse eben bedingen. Hier sehen wir jetzt also nochmal den Erdball. Und Sie sehen jetzt hier die Kontinente wieder, hier kann man sich orientieren, Europa, Afrika. Und Sie sehen praktisch die beobachteten, gemessenen Temperaturänderungen von damals zu heute. Und das in Delta-Grad. Und Sie sehen, dass die Arktis doch ein erstaunliches Verhalten an den Tag legt. Sie wird doppelt bis dreimal so schnell warm wie der Rest unserer Welt. Man darf sich hier nicht täuschen, wenn wir die Landmassen alle zusammen anschauen, dann sind wir jetzt schon bei 1,6 Grad Erwärmung weltweit. Der Ozean kühlt gegen an, besonders kühl ist eben die Antarktis. Hier sieht man den Zirkumpolarstrom und an diesem Kontinent mit 3 Kilometer Eis drauf gibt es eben Regionen, die zwar auch schon stark schmelzen, die Westantarktis, aber auch Regionen, die noch einigermaßen kühl sind. Denn wenn man hier Temperatur misst, ist man ja in 2 Kilometer Höhe. Hier ist man am Nordpol auf flachem Boden. Das ist zum Beispiel ein Element dieser Messung. Aber schauen Sie sich mal an, wie nahe Europa eben aus diesem Blick an dieser zunehmend warmen Arktis ist. Und wir haben tatsächlich durch diesen Verlust des Gradienten von der Eiseskälte, die der Winter oder die das Jahr über hier am Nordpol ist, zu uns, unseren Breiten, das bestimmt zum Beispiel Fragen des Extremwetters. Ich will kurz etwas zu Unsicherheiten der Klimavorhersage sagen, weil das bewegt uns alle und das ist ja auch irgendwie komisch, dass man, und wir diskutieren auch oft in der Wissenschaft darüber, ähnlich wie bei der Frage, können wir Vulkanausbrüche vorhersagen? Ja, nein, mit welcher Sicherheit? Diese Idee, dass zum Beispiel auch Istanbul irgendwann ein schreckliches Erdbeben erleben wird, aber ist es in 5 Jahren oder in 100 Jahren oder in 500 Jahren, kann niemand genau sagen. Wir sind bei der Vorhersage zu Klima und zu Eis viel genauer, aber wir haben dennoch erhebliche Unsicherheiten, die leider nicht oft genug erklärt werden. Was man hier sieht, ist so ein Unsicherheitenmodell und hier sieht man nochmal den Unterschied in Temperaturänderungen und hier an Breitengrad aufgetragen. Sind wir also am Äquator, dann haben wir immer noch einen Fehler der Erwärmung, die wir in den nächsten bis zu 80 Jahren, also bis Ende des Jahrhunderts, dann haben wir einen Fehler drin und wenn wir jetzt in die Arktis gehen, wird der Fehler gigantisch und unheimlich, weil es ist nicht so, dass das nach unten ausschlägt und wir uns täuschen könnten und die Arktis vielleicht gar nicht so warm wird, sondern es schlägt woanders hin aus. Es gibt ganz viele nichtlineare Prozesse, wie die Arktis eben überbeschleunigt wärmer wird. Und das geht uns alle was an, diese Unsicherheit. Wir haben deswegen eine der größten Expeditionen, die die Welt überhaupt je gesehen hat, durchgeführt. Und leider, das wusste niemand vorher, die Mosaik-Expedition, da haben wir alles Mögliche gedacht, kann schief gehen. Krankheiten, Herzinfarkt, Eis zu dick, Austausch nicht möglich, alles haben wir uns überlegt. Niemand wäre darauf gekommen, dass diese Expedition vor allen Dingen dadurch Schwierigkeiten bekommt, dass eine Pandemie ausbricht und keine Schiffe, keine Flugzeuge mehr verfügbar sind, weil es eben
unklar war für eine ganze Zeit, wie tauscht man hier Menschen aus. Ich will jetzt einfach Ihnen für einen Moment einen Blick gönnen. Sie haben vielleicht die ARD-Version Expedition Arktis schon gesehen, wo einfach Wissenschaftler begleitet werden von Kameraleuten, die auch noch nie am Nordpol im Winter waren. Und das Eigenartige ist, wenn Sie gleich die Bilder sehen, sich zu überlegen, dass diese Filmaufnahmen und die Fotos, überhaupt Farbfotos vom Winter, vom Nordpol, gab es vorher nicht. Es gibt unseren Blick auf den Winter in der Arktis, haben ein paar mutige russische Forscher hinbekommen, die sogar früher, noch vor 10 Jahren, auf Eisschollen ein Camp hatten und ein Jahr lang rumgedriftet sind. Es gab aufregende Expeditionen wie von Fridtjof Nansen mit dem Holzschiff Fram vor 125 Jahren. Es gab ein paar Segelbootüberwinterungen, aber wirklich am Nordpol mit 100 Menschen überwinden und dabei hunderte von Sensoren laufen zu haben, Messungen durchzuführen, synchron, ein ganzes Jahr lang, das gab es noch nie. Und jetzt schauen Sie einfach mal rein, was uns hier bewegt hat. Natürlich war die große Frage herauszufinden von diesen ganzen Unsicherheiten, physikalische, chemische, biologische Prozesse, die wir übersehen haben, die, wenn man zum Beispiel einen Sturm am Nordpol betrachtet oder eine Hitzewelle oder Regenwolken oder gigantische Schneefälle, das alles will aufgelöst werden, damit wir unsere Klimamodelle verbessern und die Unsicherheiten loswerden. Und dazu waren die Menschen unterwegs. Und was Sie jetzt gleich sehen, ist ein ganz schneller Zusammenschnitt. Wir haben nicht so viel Zeit, wir wollen ja auch uns gleich noch unterhalten. Aus diesen Bildern, wie betrachten wir eigentlich, wie forschen wir eigentlich da draußen? Aber auch, wie schön ist diese Landschaft? Ich liebe die Arktis wirklich, wenn man da mit dem Schiff ist und dieses Lichtspiel sieht, wenn Sonne ist oder Nebel, dieses Weiß. Man gewöhnt sich als Mensch schnell dran, in dem Weiß hunderte von Farben zu sehen. Wir haben mit dieser Expedition aber auch Dinge gesehen, die vorher keiner gesehen hat, weil wir in den Übergangsphasen da waren, nämlich diesen Winter. Das ist so dunkel, da kann kein pflanzliches Leben funktionieren. Das einzige Licht, was die Menschen da hatten, war eben das Licht des Schiffes oder ihrer Kopflampen. Stürme haben wir auch noch nie so betrachtet, die sind ja vor allen Dingen im Winter. Und Presseisrücken. Alle sagen, das Eis wird immer dünner, bald fahren da die Frachter durch und transportieren unsere Güter. Aber was die Menschen dort beobachtet haben, ist, dass innerhalb von einer halben Stunde und Stunde sich diese dünnen Eisschollen übereinander stapeln und 8 Meter hohe Rücken bilden, wo dann jedes Schiff dran scheitern würde. Insgesamt waren 400 Forschende da und die haben eben zusammen, auch mit vielen jungen Leuten, vielen Doktorandinnen und Doktoranden, diese Parallelbeobachtung einer Region der Erde durchgeführt und werden jetzt noch 5 bis 10 Jahre dran auswerten, wo dieses Wissen, was macht diese Stellschraube Arktis eigentlich mit uns Menschen, essentiell ist, eben auch bessere Prognosen abzugeben. Und was wir uns da vorgenommen haben, ist auch das, was wir sehen, direkt zu kommunizieren. Und da hat es natürlich sehr geholfen, dass wir auch Top-Kamerateams und Fotografen vor Ort hatten. Und jetzt für die COP26 wurden die Bilder von der Mosaik-Expedition als Begleit, als Motivationsfotografien ausgewählt. Unsere Fotografin hat die gerade gehängt. Und jetzt geht es eben an die Frage, und das ist der letzte Teil des Vortrages, nachdem Sie jetzt selber ein bisschen Augenzeuge geworden sind, wie kommen wir jetzt weiter? Zu forschen, also dahin zu gehen, wo niemand lebt und hinzugucken, was macht jetzt der Klimawandel, was machen die Veränderungen mit diesen Regionen? Und was hat das wieder mit uns zu tun? Wie spielt das zurück? Es ist ja gar nicht die einsame Welt, die ganz für sich alleine sich jetzt verändert, sondern das alles hat Wechselwirkungen mit uns. Da war es wirklich essentiell, wie ich schon sagte, diese Augenzeugenarbeit zu vermehren und Profis dabei zu haben. Die haben zwar auch wirklich gekämpft, um bei minus 40 Grad im Sturm überhaupt eine Kamera zu bedienen. Das war neu, es gab überhaupt keine Fernsehkameras, die schon mal so ein Challenge hatten und zum Teil haben die Leute auch wirklich gekämpft, weil man kann mit Handschuhen gar nichts machen, da musste man Technik bauen, denn wenn man seinen Handschuh auszieht und es ist minus 40 Grad, dann hat man nur eine Minute, bevor der Finger anfängt zu gefrieren oder festfriert an der Oberfläche vom Metall und all solche Sachen. Aber wir haben das geschafft und haben ein paar unglaubliche Dinge rausgefunden, wie zum Beispiel, dass der Winter, der da beobachtet wurde, schon 10 Grad wärmer ist als der Winter, den Fridtjof Nansen vor über 100 Jahren hatten. Und viele Dinge mehr. Was haben wir also hinbekommen? Wir haben von der Expedition täglich Tagebucheintragungen gemacht und auch die Interaktion mit dem Leben beschrieben. Das Bild von Esther Horvath, der Fotografin, wurde prämiert als World Press Award Foto
weil es die Expedition von Anfang an begleitet hat, hungrige Eisbären, die davor standen und gewartet haben, dass doch der eine oder andere wohlgenährte Wissenschaftler mal von der irgendwie ausgehen müsste und vielleicht doch helfen würde, den Eisbären einen Festschmaus zu kredenzen. Wir hatten Top-Eisbärenwächter dabei und haben es geschafft, völlig ohne Verletzungen, auch ohne große Störung der Eisbären, dann die ganzen Forschungen durchzuführen. Die Eisbären werden verfolgt von kleinen Polarfüchsen, die sind mir noch nie aufgefallen, die sind da, aber man kann sie nur, wenn man ewig auf der Lauer liegt, sie zu beobachten. Sie laufen den Eisbären hinterher und fressen das Aas, was Eisbären überlassen, sehen wunderschön aus. Also wir haben viele Beobachtungen des Lebens dort gemacht. Eine ganz erstaunliche ist, dass unter dem Eis schon längst der atlantische Kabeljau hängt oder der Schellfisch und dem es in unseren Meeren zum Teil zu warm geworden ist und die versucht, die Arktis zu erobern, so wie wir auch. Fassen wir das also zusammen, dann ist schon die Aufgabe der Wissenschaft, diese Augenzeugenberichte, das ständige Vermessen der Erde zu verstärken durch Prognosen, durch Modelle, durch Simulationen, und eine weitere Aufgabe ist, möglichst schlicht das, was wir sehen, zusammenzutragen und auch einfache Botschaften zu lassen, über die wir uns dann unterhalten können, was bedeuten sie für uns. Ich kann Ihnen empfehlen, die Klimafaktenblätter herunterzuladen von dem Deutschen Klimakonsortium, dem Deutschen Wetterdienst und vielerlei und der Helmholtz-Klimainitiative, weil dort Daten, wie ich es jetzt noch kurz ansprechen will, zusammengetragen sind, und zwar über viele, viele Tausende von Beobachtungen. Das ist ja das Besondere, dass wir es geschafft haben bei der Klimawissenschaft, nicht mehr nur auf Einzelbeobachtungen zu setzen, sondern erstmal werden im ersten Schritt wirklich Tausende von Beobachtungen zusammengetragen, Hunderte von Autoren fassen und beobachten und beurteilen die, und die Synthese erlaubt uns dann von recht sicherem Wissen auszugehen und auch die Unsicherheiten zu quantifizieren und anzusprechen. Die größte Unsicherheit ist leider, was und wie können wir jetzt noch etwas tun? Und da will ich noch mal kurz zum Ende drauf kommen, um auch wirklich ehrlich zu sagen, wie groß ist die Challenge wirklich. Das haben Sie natürlich in allen Varianten schon mal gesehen, aber mir ist besonders wichtig, als Biologin und auch Erdsystemforscherin nochmal diese Zeitskalen anzuschauen der Veränderung und die Dimension von Veränderung. Hier sieht man Entwicklung der globalen Mitteltemperatur. Und wenn wir globale Mitteltemperatur sagen, sagen wir immer Messtemperatur über Grund. Und dann im Durchschnitt für das ganze Erdsystem vom Nordpol über den Äquator bis zum Südpol. Und man sieht hier für diese letzten tausend von Jahren, natürlich schwanken die Jahre zueinander. Man kann das glätten um die jährlichen Schwankungen. Aber wir sehen auch, dass wirklich seit 2000, also seitdem wir sicher sind, dass mehr als schwindet, die Temperaturen eben fortlaufen. Und das kann man jetzt natürlich weiter ausdehnen und sich fragen, woher kommt das jetzt? Was ist wirklich der Treiber von diesen enormen Abweichungen? Es gibt ja viele Faktoren, die die Erde wärmer und kälter machen. Für mich ist das eine der beeindruckendsten Grafiken gewesen. Ich habe, weil vor einiger Zeit ja Alexander von Humboldt ja war, mich sehr damit beschäftigt, was haben die Leute damals gesehen und heute. Und hier ist nochmal zusammengetragen, dass der Grund, warum wir unser Erdzeitalter, jetzt Anthropozän, also das Menschenzeitalter, wo der Mensch die stärkste geologische Kraft geworden ist, nennen. Sie sehen hier den Ausstoß der Vulkane, und Vulkane haben zwar Einzeljahre, in denen sie besonders aktiv sein können, aber über lange Zeiträume stoßen Vulkane ungefähr die gleiche Menge an Klimagasen aus. Das ist diese dunkle Linie hier. Und tatsächlich, als Alexander von Humboldt gelebt hat, der liebte Vulkane, der war der einzige Mensch, glaube ich, der wirklich in 20, 30 aktive Vulkane reingeschaut hat und seine Mitforschenden gequält hat, immer da hochzurennen, reingucken, Schwefelgase schnuppen. Tatsächlich war zu seiner Zeit die Kraft der Vulkane stärker als die Kraft des Menschen, weil wir fingen ja gerade erst an, die Kohle zu nutzen. Und hier sehen Sie über die Zeit, wie schnell das ging, dass unser gesamtes Energiesystem, die Wirtschaft, alles, was wir tun, auf der Nutzung fossiler Brennstoffe beruht, und dass Vulkane heute im Grunde keine Rolle mehr spielen, wenn es um Ausgasung angeht, im Vergleich zu den fossilen Treibstoffen. Nochmal eine andere Zeitskala, auf die bereiten wir uns gerade vor. Das wird unsere nächste Riesenmission. Zusammen mit Italien, Frankreich und der Schweiz werden wir das Klimaarchiv in den Eisbohrkernen erweitern um 800.000 Jahre zurück auf 1,5 Millionen Jahre, also die gesamte Geschichte, seitdem der Mensch mit Feuer spielt und Holz oder anderes verbrennt.
Wie geht das überhaupt? Woher können wir CO2-Gehalte messen? Wir können aus den Eisschilden, die ich kurz erwähnt habe, Grönland und der Antarktis, da können wir reinbohren. Und wie kommen die nochmal zustande, die Eisschilde? Schnee regnet ab und Jahr für Jahr setzt sich der Schnee auf der Antarktis und Grönland ab und das Gewicht des Schnees drückt ihn zusammen. Und so ab 2 Metern ist es richtig, ein richtiger Eisblock und da drin sind kleine Blasen, Luftblasen eingeschlossen, die dann nicht mehr reagieren. Und wir können mit Nadeln die Luft rausholen und zwar bis zurück bis 1,5 Millionen Jahre. Wir haben einen Ort in der Antarktis gefunden, wo das Eis einfach so dick ist, dass wir diese Klimageschichte zusammenstellen können. Und dann sehen wir natürlich, was die Erde und die Natur alleine kann an CO2-Schwankungen durch den Winkel zur Sonne zum Beispiel. Das kann man sehen, da sind bestimmte Rhythmen drin, die gehen über Hunderttausende von Jahren. Und dann sieht man wieder unsere Zeit. In nur 150 Jahren mehr CO2 in der Atmosphäre, als die Erde alleine über Jahrhunderttausende, Jahrmillionen Jahre schafft. Aber was so wichtig ist, deswegen ist es so wichtig, auch um die natürlichen Erdschwankungen zu sprechen, wenn Sie sich mal überlegen, Moment mal, was bedeutet das, wenn die Erde also wärmer wird, weil sie näher an der Sonne ist, gibt es plötzlich 100 Parts per Million, also 100 Millionen Anteile CO2 mehr in der Atmosphäre. Das heißt also, wenn die Erde jetzt wärmer wird, weil wir sie wärmer machen durch CO2, was wir emittieren, kann es tatsächlich sein, dass die Erde selbst nochmal ihre CO2-Speicher hinterher schüttet. Und das gehört mit zu den Risiken, die wir tragen, zu den riesigen Risiken. Dazu gehen wir noch weiter zurück in die Erdgeschichte. Das ist meine absolute Lieblingsabbildung. Die hat wirklich Jahrzehnte gedauert an Forschung, um zusammenzustellen, wie wenn wir jetzt bis zu dem Zeitpunkt gehen, wo überhaupt Holzbäume erfunden worden sind. Erst seit hier gibt es ja überhaupt Holzbäume und Wälder. Die haben es geschafft, den CO2 aus der Atmosphäre auch ganz stark runterzuziehen, als es die erste globale Bedeckung von Holzwäldern gab. Aber wenn Sie diese Schwankungen jetzt mal sehen von Temperaturen und jetzt mal gucken, wo wir stehen. Hier sieht man nochmal uns Menschen im Holozän, wo wir angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben, also das Jäger- und Sammler-Dasein zu verlassen, Landwirtschaft zu betreiben, Städte zu bauen. Und hier auf dieser Zeitskala 10.000 Jahre sieht es aus, als wäre das Klima ein Brett gewesen. Da laufen wir raus. Das ist uns für 2100 vorhergesagt. Und wenn man den CO2-Gehalt und diese Temperaturveränderung jetzt zurückträgt, wann war das denn schon mal so auf der Erde ohne Menschen? Wann waren wir so nah an der Sonne, dass es und wann war eigentlich auch alles andere Leben so? Dann kommen wir zum Ende der arktischen und antarktischen Vereisung. Und das ist das echte Horrorszenario. Diese gefrorenen Eismassen alle als Wasser zu haben, wäre eine völlig andere Erde. Die können wir uns gar nicht vorstellen. Dazu ist eben Klimawissen gut. Und wenn man jetzt nochmal unser Problem heute auch auf der Zeitachse sieht, und zwar hier, wir haben vorhin gesagt, der Staatssekretär und ich, wir sind 1967 geboren, beide in Frankfurt, vielleicht haben wir sogar im selben Krankenhaus gelegen, wer weiß. Da waren wir Kinder von 320 Parts per Million, 320 Millionsteile CO2 in der Atmosphäre. Hier haben Wissenschaftler geschrieben an Regierungen, wir können nicht so weitermachen, wir müssen unbedingt aus fossilen Brennstoffen aussteigen, weil wir sehen den CO2-Anstieg in der Atmosphäre und niemand hätte aber gedacht, dass keiner zuhört und wir da hinkommen. Und diese roten Pfeile sind jetzt alle Verhandlungen, die wir schon haben, Rio, die Millennium-Ziele, Paris, das Pariser Abkommen, die ersten Demonstrationen Fridays for Future und wir sehen, es steigt und steigt und steigt und das ist wirklich bedrohlich geworden. Das ist CO2 in der Atmosphäre gemessen und das ist ja unbestechlich. Für Ziele, die sich die Gesellschaft vornimmt, gibt es keine unbestechlichen Vermessungen, außer beim CO2. Das heißt, alles, was politisch versprochen wird, kann jeder vermessen. Was macht das mit uns? Wir suchen nach Hoffnung und Lösungen und hier nochmal dieselbe Grafik und jetzt bin ich auch gleich am Ende. Hier nochmal die Grafik, die Sie schon gesehen haben im Vergleich zum Vulkan. Verbrennung fossiler Stoffe, die eigentlich aus dem Kohlenstoffkreislauf raus sind, Kohle, Erdgas und Erdöl und die Landnutzungsänderung. Auch hier lohnt es sich mal die Zeitskala anzugucken, die manchmal auch erklärt, warum wir doch ein bisschen langsam sind im Reagieren. Als wir geboren wurden, hier nochmal 67, da war die Landnutzungsänderung, also wie viel Fleisch wir essen, wie viel Kühe es gibt und so weiter, Erfindung von McDonald's, all das war eigentlich fast wichtiger für Natur und Umwelt als die Nutzung von fossilen Brennstoffen damals. Und wir sind ja noch da, wir haben das alles miterlebt. Heute könnte man sagen, und das tun ja auch viele, jetzt lassen wir erstmal die Bauern in Ruhe
okay, wir wollen jetzt nicht mehr so viel Gift auf den Feldern, wir wollen die Insekten retten, aber eigentlich ist die Emission aus der Landwirtschaft, wenn wir nur eine Schraube haben, dann sollten wir erstmal sagen, wir kümmern uns um Kohle, Erdöl und Erdgas, weil das ist das Orangene hier. Das ist das, was wir schaffen müssen. Wir müssen wieder hier runter. Dann haben wir jetzt Natur, die uns hilft. Der Ozean nimmt immer brav seine 30% auf, bis er zu warm wird. Und die Ökosysteme an Land, die machen uns Kummer, weil die reagieren schrecklich auf warme Jahreszeiten. Also El Niño, wenn die Erde wirklich warm ist, dann sind die schwach. Und das ist unser großes Problem noch. Nehmen hier die Wälder, die Pflanzen, alle sehr viel CO2 auf, so viel wie der Ozean. Aber sie schwanken ungeheuer. Und werden sie zu warm, funktionieren die Wälder einfach nicht mehr so gut als Kohlenstoffspeicher. Bleiben uns eigentlich nur noch die Feuchtmoore dann als richtig effiziente Speicher. Alles, was Ozean und Land nicht aufnehmen, bleibt in der Atmosphäre. Und jetzt kommt ein Fakt, der immer vergessen wird. CO2 ist nicht sofort wieder weg. Der Teil, der hier bleibt, bleibt zur Hälfte für Hunderte und Tausende von Jahren. Und das sich vorzustellen, Moment mal, heute, wir in unserer Lebenszeit haben das da gemacht und das bleibt jetzt für viele Generationen zum Lösen. Ozean und Land tun, was sie können, Natur hilft, aber sie kann nichts das wegschaffen, das hier in der Atmosphäre. Da müssen wir Menschen ran und das wieder rausholen. Wir wissen genau, wie viel Zeit wir noch haben, weil wir jetzt diese ganzen Fakten, die ich Ihnen zusammengetragen habe, zusammenschreiben können und wir können sagen, für wie viel globale Durchschnittstemperatur, angenommen die Erde und die Sonne verhalten sich auf der Zeitskala jetzt von 100, 500 Jahren ähnlich zueinander. Sie haben ja gesehen, die Schwankungen sind eher auf 1000, 10.000, 100.000 Jahren. Wir können erstmal ein stabiles Erd-Sonne-Vulkan-Verhältnis annehmen und da können wir sagen, wir wollen unter 2 Grad. Und dann gehen wir dahin, wie viel CO2 dürfen wir denn jetzt noch rauspusten, minus Ozean und Land, damit es in der Atmosphäre sich ansammelt. Und dann erschreckt man sich tatsächlich, weil dann rauskommt, oh, es ist höchstens noch 800, eher weniger und unter 2 Grad zu bleiben und das haben wir eben in unter 20 Jahren erreicht. 20 Jahre, wenn Sie mal überlegen, wie lange braucht es, bis wir Infrastruktur umgebaut haben und das ist dieses Dringlichkeitsgefühl, was wir eben haben. Es ist so, dass auch wenn man sagt, und es tun viele Biologen, also es gibt wirklich entschrecklich zynische Biologen, die sagen, naja, der Mensch ist halt auch nur so ein kleines Pathogen auf der sauberen Haut der Erde, dann ist er halt weg und die Kakerlaken bleiben und so weiter und so fort. Aber so können wir gar nicht denken, weil es eigentlich so ist, dass es wirklich alles Leben berührt. Diese Grafik zeigt auch nochmal die Dringlichkeit. Und zwar, was Sie hier sehen, ist jetzt aufgetragen, verschiedene Teile der Erde, die Ihnen vielleicht wichtig oder nicht so wichtig sind. Korallen, die meisten Leute lieben Korallenriffe und jeder, ich hoffe, fast jeder weiß, dass ein Drittel aller Meereslebewesen und unglaublich viele Menschen von Korallenriffen leben, davon geschützt werden, davon essen und so weiter. Dann gibt es alle möglichen anderen Dinge und was sagen diese Säulen hier? Sie haben eine Farbskala der Bedrohlichkeit, je dunkler, je dunkelroter, umso bedrohlicher ist die Veränderung bis hin zum Verlust. Und wenn wir jetzt hier nochmal beim Arktischen, der arktischen Region gucken, wo wir die ganze Zeit waren, dann sieht man die ganze Farbskala hier durch und dann sind hier Linien eingezogen, hier wo wir heute sind, 2006 bis 2015 und hier bei 1,5 Grad Erwärmung, 2 Grad und 3 Grad Erwärmung. Gucken wir jetzt durch die Bank durch, dann sieht man, ah ja, 1,5 Grad, das ist schon im Gelb, aber es ist, also dann wäre jetzt schon mal, die Mangroven sind völlig okay, die arktische Region nicht so okay, aber man kann sich vorstellen, dass wir erstmal damit umgehen. Aber leider laufen wir ja hier gerade raus und das wurde vorhin schon erwähnt, die Klimapledges, die Klimaversprechen aller Nationen zusammen, die kommen bei 3 Grad raus. Das sind unsere Verhandlungen, das sind ja gar keine Verhandlungen, das sind ja Deadlines, die COPs. So, und was macht das mit uns Menschen und allem Leben auf der Erde? Es wirft uns in dieses Dunkelrot. Und das muss man eben alles zusammenzählen, wie wenig Zeit das ist. Und dann trotzdem muss man sagen, was können wir jetzt machen? Man kann sich ja nicht auf den Boden schmeißen und heulen, das bringt niemanden etwas, auch dem Klima völlig egal. Man kann sagen, wir wollen nicht diese Welt, die angezeichnet ist, also tun wir alles, damit wir noch irgendwie uns bewegen in diese Richtung. Und jetzt kommen die schwierigen Menschenverhandlungen. Das alles ist ja eine Sache der Verhandlungen. Es kann auch nur durch den Menschen gelöst werden, weil der die Quelle vom CO2 ist.
Und jetzt heißt es, jeder guckt jetzt auf sich, jedes Land guckt auf sich und sagt, aber ich bin doch nur 2% Autos, nur 5% Gebäude, naja, 20%, also alles ist klein. Nichts scheint richtig was zu nutzen, aber zusammen ist es das ganze CO2, was wir machen und haben. Dieses 1,5-Grad-Ziel wird nicht mehr bis 2030 zu erreichen sein. Da müssen Wissenschaftler ehrlich sein und das sind natürlich Träume und Wünsche und Hoffnungen. Aber das bedeutet wirklich, dass wir große Teile der Atmosphäre irgendwie absaugen müssten oder sowas Verrücktes. Aber das bedeutet, dass während wir Klimaschutz üben und lernen und Innovation und Erfindung brauchen, müssen wir auch die Anpassung schaffen. 10% aller Menschen leben an den Küsten ohne einen Deich dazwischen. 10% bei fast 8 Milliarden, da können Sie sich schon vorstellen, was das für Dimensionen sind. Diese Idee, dass es keine Reduktion gibt, die ist auch falsch. Natürlich ist überall was angeschoben, überall passiert was. Aber es wird trotzdem so lange dauern, dass wir eben in dieser Zwischenwelt leben, wo es chaotischer wird, hektischer, ungewöhnlicher, Schäden immer größer werden, immer teurer werden. Und trotzdem muss man zusammenhalten und das Richtige tun. Denn wir sind im 6. Massensterben, es berührt alles Leben auf der Erde und der Klimawandel, heute Morgen in Hamburg war die Konferenz zur Biodiversität, viele Forscher sind zusammengekommen, um zu sagen, mittlerweile ist der Klimawandel wirklich auch für die Artenvielfalt das Bedrohliche. Und das ist wirklich schrecklich, wenn man das zusammenzählt, was alles los ist. Und manche Menschen wissen gar nicht, wie empfindlich Bäume sind. Ich habe ja vorhin gesagt, die sind ja erst noch nicht mal 500 Millionen Jahre da. Und die sind empfindlich, die können nicht weglaufen. Die haben Parasiten, Schädlinge, der Borkenkäfer, der wütet auch hier. Das ist also das, was wir eben zusätzlich noch zu bedenken haben. Wir haben nur noch 10% der kohlenstoffspeichernden Urwälder. Und wir werden die Korallenriffe schwinden sehen. Sie sind schon in manchen warmen Jahren bis auf unter 50%, 40% gefallen. Und das steht uns bevor, dass wir eben auch dort, wie beim Meereis, wirklich als wir werden das eben sehen. Und wir müssen es aushalten und trotzdem die Kraft haben, das Gute zu tun, das Richtige. In Deutschland ist schon was passiert, das kann man hier sehen. Die Treibhausgasemissionen sinken weiter. Und wir haben so gerade eben auch mit Hilfe vom Virus dann unser Klimaziel 2020 irgendwo hinbekommen. Aber Sie sehen auch, wenn Sie mal schnell checken, dass es viel zu tun gibt. Und zwar besonders Verkehr und Gebäude, da gibt es noch richtig zu ernten, da kann man auch umstellen, aber es geht um Infrastruktur. Und aber die großen Schrauben bleiben nach wie vor Energie und die Ermöglichung des Energieumbaus der Industrie. Hier liegt so viel Chance für Innovation und Veränderung und das müssen wir schaffen. Ich kann Ihnen empfehlen, mal in den Ariadne-Report zu gucken, Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045, da sind viele Szenarien und Modelle vorgerechnet, von einer großen Gruppe von Forschenden, da kriegt man wieder Hoffnung, weil drinnen steht, es ist alles möglich. Man muss es nur wirklich wollen und sich beeilen. Europa spielt eine riesige Rolle dabei. Und zu verstehen, dass es immer mehr darauf ankommt, den Zusammenhalt zu pflegen, zusammenzuarbeiten, sich zu helfen mit Energie, mit Infrastruktur, mit allem, dass das der Weg ist, wie man ein solches riesiges Projekt managt, das ist, glaube ich, essentiell für uns alle, dass da Europa definitiv die große Hoffnung ist. Aber für jeden von uns gilt, die Leute um uns herum, die alle unterwegs sind, was tun wollen, die zu sammeln, sich damit zu umgeben und diese Hoffnung eben zu spüren, weil es ja auch keine Alternative gibt als Hoffnung und Optimismus, das ist, glaube ich, eine ganz essentielle Kraft. Und für die Kraft hier in dem Raum bedanke ich mich sehr und freue mich auf unseren Austausch gleich. Danke.